Vom Flughafen Wien ins ferne Kuba, um erstmals Internetliebe Toni kennenzulernen. Diese Reise will die 33-jährige Ildiko gemeinsam mit Freundin Chuchu wagen. Schon am Flughafen schwebt Ildiko auf Wolke 7. Toni hingegen ist zuletzt abgetaucht. In den letzten Tagen habe ich wenig mit ihm gesprochen. Es ist sicher wegen dem Strom wieder. Es wird schon klappen. Aber natürlich bin ich nervös, auch wegen dem ersten Treffen, da ich ihn noch nie persönlich gesehen habe, nie persönlich mit ihm gesprochen. Aber ich freue mich riesig. Wenn er mich sieht, wird er nicht glauben, dass ich das wirklich gemacht habe für ihn. Er wird nicht glauben, dass ich dort bin. Er glaubt nicht daran, dass ich das ernst gemeint habe mit der Reise. Doch ihr ist es ernst, sehr ernst. Und auf dem 15-stündigen Flug hat Ildiko viel Zeit, die Zukunft nicht nur zu erträumen, sondern sie bereits zu planen. Mit allen Details. Heiraten ist geplant. Wir haben schon oft darüber gesprochen und ich muss nur noch warten, bis der Toni mit der Schule fertig ist. Und dann starten wir mit den ganzen Heiratsdokumenten. In Kuba gelandet, sind die vielen Palmen sicherlich schon ein gutes Omen, dass es hier bald auch mit der großen Amore klappen wird. Hast du alles eingepackt? Hast du alles ja, bei muss dir? Ich schauen, aber schau. Da warten wir kurz aufs Auto. Es ist heiß, es ist wunderschön. Ich bin sehr glücklich, wieder hier sein zu dürfen. Und dann geht's los mit dem großen Abenteuer. Dann schauen wir, ob wir alles dabei haben. So kein Geld, Handy, Papiere. Genau. Okay. Ja, heute okay, ist der Tag. Okay. Kondome ich hast du auch bei dir? Nein, aber ich bin so gespannt. Heute fahren wir in seine Stadt und wir überraschen ihn. 2 Stunden müssen wir fahren. Ich habe ein bisschen Stress jetzt, weil ich ihn schon so sehr sehen möchte. Und ich weiß nur 2 Stunden und dann bin ich schon mit ihm. Ich hoffe, dass es eine gute Überraschung wird. Und dass der Toni auch persönlich auch so ist, wie die Ildi das denkt, weil ich sie nicht enttäuschen sehen möchte. Und zur Not haben andere Mütter auch schöne Taxifahrer. Am Weg von Havanna ins über 150 Kilometer entfernte Pina unterhalten sich die Freundinnen über die finanzielle Zukunft, wenn Ildiko und Toni dann endlich fix zusammen sind. Toni, der verdient noch zum Beispiel kein Geld, der geht noch in die Schule. Vom Staat bezieht er überhaupt kein Geld. Also ich weiß nicht, wie er sich irgendwas kaufen kann. Ich glaube, der Onkel von ihnen unterstützt ihn. Hast du aber keine Angst davon, dass er noch nicht arbeitet? Also nein. Wie dann im Leben? Nein, ich habe keine Angst. Wir haben schon ausgemacht, dass wenn wir wirklich so weit sind mit unserem Leben, dann werden wir heiraten und sein Onkel wird ihn unterstützen. Ich muss nicht alles alleine zahlen. Das ist keine Erwartung. Das hat er auch schon gesagt. Er lässt nicht, dass ich alles alleine zahle. Er hat gesagt, sein Onkel gibt ihm das Geld. Und wenn er schon arbeiten kann in Europa, dann geben wir ihm alles zurück. Okay. Für mich ist wichtig, dass er ein guter Mensch ist, dass er ein gutes Herz hat und nicht narzisstisch ist. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Narzissten. Und mir ist wirklich sehr wichtig, dass er mich als richtige Frau behandeln kann. Na, dann hoffen wir mal, dass er das kann, der gute Toni. Nicht nur deswegen ist Ildiko gerade aufgeregt. Das erste Treffen steht an. Ist das okay? Nix ist okay. Sei nicht nervös. Alles soll in Ordnung sein, ne? Schau, also das ist das Gebäude. Ja. Wir müssen fragen. Welche Wohnung? Weißt du, welche nein, nein, okay. Ich weiß, nein, es gibt keine Nummer hier. Es sind nicht nummeriert, die Wohnungen. Hier in Kuba ist es relativ schwer, die Gebäude zu finden oder die genaue Adresse. Wir gehen rein, dann frage ich jemanden, ob sie ihn kennen und so. Und dann zeigen sie uns sowieso, wo der wohnt. Hoffentlich. Ja. Puh, aber ich habe so einen Stress. Ich kann das sehen, ich auch. Meine Hände schwitzen schon. Du hast nichts zu verlieren.
Durchatmen. Durchatmen. Alles in Ordnung. Alles wird in Ordnung sein. Was ich schon angefangen habe, muss ich jetzt durch. Auf Kuba versucht die 33-jährige Ildiko aus Wien, ihre Internetliebe Toni ausfindig zu machen. Sie vermutet ihn in diesem Wohnhaus. Ich klopfe dort an, ich frage die Leute, ob sie ihn kennen, ob er da wohnt. Haben wir nichts zu verlieren, Juju? Nein. Ah, buena, señora, una preguntita. ¿Está Toni en casa? Esta la casa de Toni. Sí, pero está aquí el Toni. No, ahora. El Toni no está. ¿Dónde? El Toni está en el curso. Ay, Dios. Ah, no importa, pero estamos nosotros. La de la abuela madre. Ah, ok, soy Ildiko de Austria, una amiga de él. Es mi amiga de Hungría también. Ah, mira, Lulu. Mucho gusto. Adelante. Solo. Muchas gracias, solo quería verlo. Hola, Ildiko ist zur falschen Zeit am richtigen Ort. Doch ein paar Kinderfotos trösten kaum über die Enttäuschung hinweg. Die Familie ist super nett, super freundlich. Sí, le prometí cuando venía traer algo de Austria, un regalo para ustedes. Ay, gracias, muchas gracias. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil da Toni nicht da ist. Der ist tatsächlich in der Schule, aber das soll auch kein Problem sein. Ay, pero mira, me da una tremenda pena estar contigo, porque bueno, fue de sorpresa, no sabía. Voy a llamar, pero ahora estoy muy triste. No, pero no te pongas triste, chica, ¿por qué? Ay, no quería verlo. Ah, es una sorpresa. Ah, sorpresa. Es una sorpresa. Es sorpresa. Es una sorpresa, no, sí. No, y verdad que te sorprendió, porque tú no esperabas. No. Ob die Oma alles weiß, das weiß ich nicht. Ob wir schon seit 2 Jahren miteinander schreiben oder so eine Fernbeziehung führen. Ich glaube nicht, dass sie alle Details davon kennt. Aber ja, sie wusste schon, dass der Toni jemanden hat. Aber sie hat auch nicht daran geglaubt, dass es funktionieren könnte. Toni hat mir erzählt, dass er mit Mädchen schreibt. Aber für mich ist das eine Sache zwischen ihm und den Frauen. Das ist ganz positiv, dass es den Toni wirklich gibt und dass ich seine Familie früher kennengelernt habe als ihn. Weil so war das perfekt. Also ich glaube, sie ist jetzt auch glücklich. Und vor allem, weil sie weiß, dass ich dort bin in Europa und dass ich das ganz, ganz ernst meine mit dem Toni. Und dass ich ihn mitnehmen kann.